Trevor Phillips Industries. Mr. Phillips, this is Wei Cheng. You know my eldest son Tao. Yeah, the ex-nut. Backed out of a contract we agreed on. How is he? Still learning the ropes, thank you. My friends miss you in North Yankton. I was hoping we could talk. Ha! Was that your people? Ah, oh, of course. Sorry I had to cut out. Your operation causes problem for me. I want to expand into Blaine County, but your business and your temperament prevent me from making inroads. Ah, well, too bad. I don't know what you can do about that. I've already done something. We have your lover. Whoa. My lover? Michael DeSanta. You live in your trailer together with the maid. And then you were alone in that big house. Well, you're clearly very close. You know, how much will you give up for his safety? My lover! Yeah, right! It's a tough break. I never want to double-cross a friend and put him in danger, but you gotta do what you gotta do. My business ain't going anywhere. I'm serious about this. He will die. Tell him I love him dearly. Oh, der hat keinen Bock mehr auf ihn, wa? Ja, und damit herzlich willkommen bei Overrock Talk GTA 5 mit mir und dem zarten Rigi als Gast. Hier, ich bin quasi mit in der, wie hieß die noch, Kuban 800. Genau. Ich, man sieht ihn noch nicht. Er ist so eingebildet. Genau, ich bin halt, man sieht mich nur, wenn ich in der Sonne glitzer, deswegen. Oh, guck mal, ich habe gerade eine SMS von Lamar gekriegt, die lese ich gleich mal. Hey, du Verrückter! Ich muss hier landen auf jeden Fall, scheiße. Na, kriegst du das hin mit dem Landen? Ja. Du bist ja schon drüber geflogen. Ich krieg das hin. Ja, ich weiß, aber ich bin ja auch von der falschen Seite angeflogen, ne? Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Such dir eine aus. Ist ja ein recht großer Flughafen, muss man sagen. Also, das ist nicht mal eben so eine kleine Buckelpiste. Also, es ist eine große Buckelpiste. Alter. Alter. Oh, Vorsicht. Oh, das Alter. Alter. Ich, also mit dir möchte ich ehrlich gesagt nicht fliegen. Ja, ich hab's geschafft. Jetzt muss ich nur umdrehen. Ja, dann drehen wir um. Oh, das war schon. War schon bestanden. Allerdings, Treffgenauigkeit, daran üben wir noch, ne? Ja. Schöne Sache. Der Augenblick der Wahrheit. Mr. Cheng, Sir. Sir Cheng? Nein, das ist Cheng Senior. Ach so. Weil Sir wird ja ausgeschrieben. Alter, ja, das stimmt. Alter, raus da! Sonst ist er gleich. Alter. Aber super eingepackt, muss man sagen. Sieht sehr geil aus. Gibt ein super Thumbnail eventuell. Ach, wie geil! Das sieht. Oh, Wahnsinn. Und jetzt brennt das Ding nicht mehr. Ach, geil. Ich finde geil, wie der Flügel abgebrochen. Wäre geil, wenn das mal in der Luft passieren würde oder so. Und dann fliegst du da halt mit so einem Flügel da. Längs und dann könnte man damit auch noch einparken. Schön, ey, schön. Eingeparkt bis zum geht nicht mehr. Oh, guck mal, wer ist da? Dein Hund ist da. Ist das dieser Chop oder was? Und wer ist das? Hey! Was machst du auf meinem Flughafen? Dreh den erstmal in die Fresse. Ja. Hier kommt ja keiner, um mich zu verhaften. Das und, ist Gott, oh, es pisst, Gott, ey. Gott weint. Da war ein Hund. Wo ist ein Hund? Weiß ich nicht. Hundi. Das ist mein Auto auf jeden Fall. Oh. Was? Eine Krähe wieder oder was? Was machst du? Sehr zielgenau. Ja, deswegen habe ich die Knarre genommen. Sammelst du jetzt die Krähenfedern oder was? Natürlich, wie bei Ass Creed. Achso, ich dachte wie bei Red Dead. Gibt's bei Ass Creed auch. Alter, geil. Geht jetzt der Wohnwagen hoch? Nee, brennt einfach. Ach, wie geil. Guck mal, das Paket, ey. Schön, das brennt auch noch. Ja, das wurde gerade durch die Gegend geschleudert. Ach so. Ey, wenn ich könnte, würde ich dauerhaft fliegen, ganz ehrlich. Ja, warte mal. Das mache ich jetzt auch. Ich würd immer fliegen, wo ich hin muss und dann mit dem Fallschirm abspringen oder so. Ich guck nämlich mal ganz kurz auf die Karte, was ich denn noch so machen kann. Das hab ich bei San Andreas so gerne gemacht. Devin. Ach, der FBI-Typ, ne? Devin. Ist das nicht der FBI-Typ? Who the fuck is Devin? Warst du hier noch nicht? Wie, du hast die Karte noch nicht aufgedeckt? Schande, nee, noch nicht. Was sind denn das da für komische Hotspots? Ja, das, oh, hey du Verrückter, treffen bei mir zu Hause. Frank und ich holen die letzte Karre für den reichen Heini.
Bist du dabei? Erstmal anrufen, da geht doch eh wieder nur der AB ran. Ich weiß nicht. Hallo? What up, this LD. If you're a dude, hang up my... LD. Wer ist denn der mit Namen? Lamar und dann? Lamar. Lamar, voll Idiot. Wenn er LD heißt? Ich find's sehr schade, also ich habe bis jetzt noch nicht CJ wieder gesehen. Dann würde ich sehr gerne wieder treffen. Ja. So, wo fliegen wir denn jetzt hin? Ich hab's wieder verkackt, ey. Markiere dir was auf der Karte. Vielleicht Devin oder das Fragezeichen da. Kann man auch mal machen, ne? Ja, erstmal zu Justus fliegen, meinst du, oder was? Vielleicht mal zum Herrn Jonas. Guck mal, hier können wir noch eine Promi-Gegenstand holen. Ja klar, doch die Promi-Gegenstände, natürlich ja. Doch. Das können wir eigentlich da auch im Anschluss machen, vielleicht? Mal gucken. Da einmal rüberfliegen. Auf jeden Fall. Oh, ist auch ein sehr schönes Wetter zum Fliegen, muss man sagen. Ja, natürlich. Da steht nochmal alles Flugzeug, das ist so gut. Ja. Alter, wie schnell das Ding abhebt. Das ist super. Ich weiß nicht, ob es denn echt auch so schnell geht. Nein. Nicht? Nee. Aber der ist hier schon echt etwas schwieriger zu fliegen. Du siehst es ja, wie das... Alter. Stimmt, das... Scheiße. War das andere eben dieselbe Maschine oder... Das war dieselbe, nur andere Farbe. Achso. Wurdest du schon mal vom Blitz getroffen? Nee. Geht das? Bestimmt. Flieg doch mal ins Auge des Sturms. Mitten in die... Wo ist das Auge? Wo ist das Auge? Wo sind hier Augen, oder? Irgendjemand hat auf deinen Monitor geworfen. Ja, ich seh's gerade auch. Ich glaube, das warst du. War? Habe ich eine feuchte Aussprache oder was? Grand Sonora Booster. Kann ich eigentlich hier über die Wolken? Also über schlechte Wetter? Über die Wolken. Nee, aber da oben hast du Empfang. Patricia! Mrs. Madrazo! Trevor! Oh, I miss you. All you boys. I miss you too. I can't speak for the other boys. You're such good friends. It's a bit more complicated than that. Actually, Michael and I, not speaking. Old friendships cannot be replaced. Hey, how are you? Is Martin looking after you? He's here. I've got to go. Oh. Der Herr Matratzo. Matratze, ja. Matratze, oh Gott, den hat schon wieder gebracht. Echt jetzt? Aber bietet sich ja auch an. Vorsicht, Strömungsabriss. Ja, ist doch geil. Ist geil, wenn man so in der Luft stehen bleibt. So weit oben ist es ja nicht schlimm. Nein. Ich kann mich ja noch fangen. Piep, piep. Piep erinnert mich ein bisschen an Starbound. Ich komme hier echt nicht hoch. Ja, Starbound läuft übrigens auch bei uns. Beiden. Ja. Ja. Also bei mir natürlich Unique Content, weiß man ja. Unicorn Content. Wo ist denn jetzt endlich mein Ziel? Na, da vorne. Ja. Ich flieg da jetzt mal ganz gewitzt hin. Sogar, ich würde voll mit dem Jet da rein, ich schwöre. Also erstmal schön. Ja, oder so geht das natürlich auch. Wo ist mein Flugzeug da? Ach, wie geil, dass da ab. Ich guck mir das jetzt mal an. Kannst du den nicht so schnell den Fallschirm? Ich will mir das ja angucken. Das ist einfach nur aufgeschlagen. Das hängt ja jetzt so, steckt in der Erde drin, in der Straße. Vorsicht, hoch raus. Wo war eigentlich nochmal mein Ziel? Ach, da unten. Stimmt, du bist drüber geflogen, deswegen hat er das weggenommen. Das hängt da jetzt echt so. Ich fliege mal kurz zu meinem Flugzeug. Da muss ich ja sowieso einen hin anscheinend. Hm. Echt, das ist echt mein Ziel. Ja, so ein bisschen. Da unten ein ist der Golf. Krass. Ach, ein Golf. Du hast das einfach mal in den Golfplatz reingehauen. So, ich werde mal landen. Wieso fliegt doch zu deinem Flugzeug mit dem Fallschirm? Bist du sicher? Ja, wieso nicht? Außer, dass du jetzt... Außer, dass jetzt ist es explodiert. Es ist explodiert. Scheiße. Und du hast erstmal einen dick fetten Stern gekriegt. Ja, da würde ich mal abhauen da. Ich möchte zu meiner Mission. Fallschirm. Alter, oh. Oh nein. Alter, jetzt. Mach. Verstecken. Kommst nicht wieder. Ich verstecke mich total gut. Nein. Ja, sehr gut. Muss man sagen. Steuerung beherrschst du. Die Presse, ey. Das Schlimme ist ja, dass ich... Na gut, ich hab's ja noch nie gespielt. Also deswegen kann ich ja nicht großartig darüber urteilen. Mach ich aber trotzdem. Manchmal ist es aber echt ein bisschen hakelig mit dem Hochklettern. Du weißt manchmal nicht, wo du hochklettern kannst und wo nicht. Ja. Es gibt zwar bei den meisten Stellen, aber du kannst zum Beispiel nicht über Büsche klettern oder sowas. Das ist ganz komisch. Ja, ist total unrealistisch, über den Busch zu klettern. Ist es auch. Ja. Der kniehoch ist, wohlgemerkt. Ja. Ne? Ja.
Wie haben die mich jetzt gesehen? Weiß ich nicht, die haben wahrscheinlich ihre Spy-Sonden da oben im Himmel und tracken dich einfach. Versteck mich jetzt mal hier. Die können mich nicht sehen. Ich glaube, das wird nichts. Die kommen da rum. Naja, die Bullen sind in GTA 5 so aggressiv geworden und so, die KI ist so hammermäßig drauf. Ich verpiss mich mal. Voll hammermäßig, Alter. Alter, jetzt haben sie mich nicht mehr im Blick. Geil. Oh, ah, oh. Da vorne kommt einer. Ja, hammermäßig. Wo sind, hä? Jetzt sind die da oh, oben. Oh, scheiße. Die kommen mal eben schnell runter. Alter. Ich bin hier irgendwo. Geh mal eine Runde schwimmen. Nee, Alter, jetzt mit den Bullen oder was? Ja, klar. Nee. Oh. For the ladies. bestimmt nicht bei dem hier, ey. Ganz ehrlich. Was ist da für ein Muskelshirt? Ich hab das ausgesucht, weil es echt schön aussieht. Ja, ich hab einen guten Geschmack. weil du das toll fandest. Super Geschmack hast du, ey. Na gut, du sollst es ja nicht essen. Richtig. Oh. Boah, fetten Audi-Verschnitt. Oder so. Oder was auch immer. Lampartati? Fährst erstmal einen Berg hoch. Ja, könnte mich nicht sehen. Stimmt, dann bist du so grau, ne? Ja, ich bin nicht mehr auf der Straße, das ist das Wichtigste. On the streets, Alter, was machst du da? Eine Beule reinhauen. Oh, hier ist ein Pool. Ja. Oh, jetzt kann ich schwimmen. Na denn, take a dip. Oder auch nicht. So, guck, super, ne? Ja, Wahnsinn. Oh, höre ich deinen Helikopter? Guck mal, da ist ja Rasen, ne? Ja. Kraftbefehl Bombe oder was? Willst du den Rasen sprengen? Im wahrsten Sinne des Wortes, sprengen. Das ist super. Der ist mir gerade erst klar geworden. Jetzt fahre ich da erstmal zum Fragezeichen. Oh, Vorsicht, Alter. Hä, jetzt habe ich mir nichts getan? Gerade hat er sich wehgetan dabei. Ey, theoretisch, wenn jetzt nach GTA 4 ginge, würdest du jetzt voll rausfliegen. Ich bin auch schon mal einmal bin ich herausgeflogen, weißt du ja vielleicht. Ja. Die Folge hast du ja vielleicht gesehen. Ja. Ah ja, das war super. Ansonsten noch kein Mal. Nee, das war das einzige Mal. Ja, bist wahrscheinlich immer angeschnallt. Ja, und Franklin schnallt sich halt nicht. Alter, was soll ich damit genommen? Ach, Briefkasten. Was ist er denn? Hey, Susu, hey. Brauchst du? Hey, thank. Nice house, isn't it? You like it? I'm selling it. You want to buy it? I'm downsizing. No, I'm good. I used to sell houses like this all the time, okay? I sold dreams. I made lives meaningful. I'm not sure about that. Oh, but you like beautiful things, though, don't you? Sure. Well, I just happen to know the most beautiful woman. You want a bouncy bouncy? Josh. Josh Bernstein. Yeah. I'm the Josh Bernstein. Yeah, I never heard of you. Oh, well, I used to be a big deal once in real estate, and so I had my license taken away. My meal ticket. Where's the check? I'll get to that. See, it's not really money that I'm after here. It's just a little something more awkward than that. Now, Lenny Avery. He was my best friend. And now he has taken all of my clients. All of them. Do you think that you could take out all of his for sale signs? That was easy. She's worth it, man. I love you. Alter. Klar, für ein bisschen bouncy bouncy. Alter, geil, bouncy bouncy. I love you. Lenny Avery. Der Lenny, der Kravitz, der Typ. Kannst du Lenny Kravitz? Geh! Alter. Was machst du da? Guck mal hier, das Ding steht wieder. Hast du eben umgesäbelt und jetzt steht's wieder. Oh, Vorsicht, Bullen. Da ist mein Auto. Und noch ein neues. Huch, ich bin gerade da rein. Lass mal reingespawnt. Alter, was ist denn hier los? Oh, die haben Spaß. Ich guck mir das mal an. Die haben auf jeden Fall Spaß. Hatte ich letztens schon so einen Überfall. Ich glaube, da wird gerade ein Film gedreht. Nee. Die haben gerade diesen Typen hier abgeknallt. Boah, sind die fies.
Oh, danke für die Munition. Joss, übrigens, Website schreibt man groß. Ja, dann lies mal. Was? Was? Hey! Was? Alter, was machst du da? Ich hab mich nur dahingestellt, ich kann da nichts dafür. Alter, was ist da los? Scheiße, ich wollte doch nur... Du bist bescheuert, ey. Runter von der Straße. Ich wollte doch nur ein paar Verkaufsschilder, Ja, das ist verboten, das ist verboten, meinst du? Ich hab doch gar nichts gemacht, ich stand da nur. Das ist verboten, da zu stehen. Und vor allen Dingen den Bullen ins Gesicht zu gucken. Du willst unbedingt 3 Sterne, kann das sein? Du willst ein 3-Sterne-Koch werden. Nee, alles gut, ich hab doch immer wieder in Sicherheit. Ja. Das klappt super. Ja, rückwärts den Berg hoch ist immer super. So, jetzt werden wir ganz schnell los. Hey, war ich hier nicht schon mal? Nee, kann ich mich nicht. Nee, glaube ich nicht. Kann mich nicht dran erinnern. Was? Da habe ich doch den Rasen gesprengt. Das ist doch die gleiche Stelle, oder? Ja, das weiß ich doch oh, nicht. Oh nein! Boah, Alter! Nein, da kommt ein Bulle. Eingeparkt. Ist ja wieder weg. Alter. Lass mich da hoch. Ich schaff das schon. Nein! Oh. Musst du die Straße da weiter? Oder weiter hoch da? Komm, nimmst du einen Zaun noch mit? Das schafft Arbeitsplätze. Genau. Maler. Malerplätze. Tischler. Ja, der Tischler macht den Zaun, der Maler malt den an. Bist du sicher, dass der vom Tischler kommt und nicht aus der Fabrik in China? Gut, du hast recht. Heutzutage kommt ja alles aus einer Fabrik in China. Ja. Der Maler auch übrigens. Der Maler auch, der kommt auch aus China. Nee, aus einer Fabrik aus China kommt der. Frag doch mal deine Asiaten da, die Freunde da. Die haben doch bestimmt eine Ahnung, wo es solche gibt. Ja, bestimmt. Finde ich ja ein bisschen schade, diese Entwicklung. Ja, aber wir können jetzt mal die... Löwe lässt ja jetzt auch irgendwie aus China produzieren oder so. Guns and was? Ammunition oder was? Ja, aber hier, kannst du lesen. Übrigens, Kumpel, Avery hat eine Website mit all seinen Immobilien in der Stadt. Die ist vielleicht hilfreich. Immobilien klein, Webseite klein. Alter, Joss, kannst du nicht schreiben oder was? Chefkoch. Oh. Kann uns was Schönes zu essen machen, ich hab Hunger. Nicht wirklich. War er nicht. Wir können uns mal die Webseite angucken. Lenny Kravitz Avery. Ein Haus zu kaufen ist was Besonderes. Oh. So wie Lenny Avery. Oh. Seit über 20 Jahren die Nummer 1 für Immobilien. Tja, Träume sind Schäume. Ich sage falsch und ich muss es wissen. Denn Lenny Avery verkauft Träume, gemessen in Quadratzentitüften. So. Zentitüften? Was? Rufen Sie Lenny Avery noch heute an für 10% Courtage. Vermittle ich Ihnen einen 100%igen Eindruck. Super! Sie hätten Wahnsinn. Sie hätten ein faires und ehrliches Geschäft abgeschlossen. Ja, das vermittelt er, ne? So, gnadenlose Integrität, kreative Werbesprüche und eine tolle Frisur. Planschen Sie nicht im Haifischbecken, jagen Sie mit dem Silberfuchs. Klicken Sie. Alter, ich kann das nicht mal lesen. Alter, was? Silberfuchs, ist das so ein Fisch oder was? Ich kenne nur Silberfisch. Ja, das kann ich auch. Fragt sich jetzt nur, wo du bist. Ach, hier, Rockford Hills. Alter, immer dieser Stinkefinger. Super. Sehr schön von Windows 8 abgeguckt. Oh, da steht ja ein neues Auto. Guten Tag. Cool. Ich leih mir mal kurz ihr Auto, ne? Na sicher. Den schönen Lieferwagen hier. Vor allen Dingen mit der bloßen Hand ein Fenster einschlagen, weißt du? Er ist Trevor. Alter. Oh, der Typ ist hinter mir her. Das würde ich nicht. Alter. Wird erstmal rausgezerrt, ey. Scheiße. Was soll das, du Pisser? Hier, gib dir das mal, ey. Kriegst ein paar Melonen in die Fresse. Oh, du hast dir die Brille vom Kopf geschlagen. Ja, ist cool. Die liegt da so ein bisschen drin. Oh, ich hab Stärke, merke ich. Ja, ich bin jetzt stärker, du Wichser. Penner. Ist jetzt voll der Hulk. Ja, ist gut. Liegt auf dem Boden und er tritt nochmal drauf. Und mach nochmal Haftbefehlbombe. Vorsicht, dein Auto. Arschloch, Alter. Ist hier ein Auto? Soll echt dein Auto sprengen? Ist hier ein Auto? Da ist ein Auto. Geh mal her. Oh, guck mal. Was? Is just a robbery. Was? Oh. Ja, sehr hübsch. Jetzt gibt's, heiße Melonen. Boah, Alter. Ganz schlechte Idee. Scheiße. Das ist super sinnvolle Folge heute. Ja, jetzt hast du mehr Bodenfreiheit vorne. Oh. Und auch hier wieder Arbeitsplätze schaffen. Yeah, my tax dollars hard at work. Ja, so. Irgendwas mit Steuern. Wonderful, ey. Oh.
Vorsicht, Bullen, Rückwärtsgang! Der kommt hier bestimmt gleich rum, pass mal auf. Das Auto ist super. Siehste? Der fährt hier lang. Ja, ich fahr erstmal jetzt zu dem ersten Haus. Ich hab ja da. Alter, das ist ein Auto, ey. Das ist Höchstgeschwindigkeit gerade. Tja, ist halt eng da, ne? So, jetzt. Oh, das wird wieder eine Überlenkfolge, egal. Ich mach jetzt noch ein Schild weg, ey. Wenn du da lebend ankommst. Ja, sicher. Sichi. Ja, sichi. Alter, das Auto ist super. Geil, die haben mich verloren. Die haben mich verloren, wie auch immer. Alter, ey, irgendwas blockiert da deinen Reifen. Das raucht dermaßen hinten. Oder vorne. Oder links oder rechts. Oder oben drüber. Ich komm schon fahr. Muss man einen zweiten Gang schalten, Junge. Alter. Das klingt echt so, als wenn er nicht mehr, als wenn seine Gangschaltung kaputt ist. Immer nur im ersten Gang. Das könnte echt sein, aber es sind ja alles Automatik. Oh nein. Dann ist halt die Automatik kaputt, das kann ja auch sein. Oh yeah, ich bin entkommen. So, da ist mein Schild. Ich fahr da mal hin. So. Vorsicht, Stoppschild. Egal, braucht man nicht. Oh. Süßer Jesus. Ach da. Ach, guck mal, gleich sogar so ein Schild. Kraftbefehl, Bombe oder was? Nee, lieber nicht. Dann nehme ich lieber. Habe ich eigentlich Schalldämpfer hier dran? Stimmt nicht. Nimmst du die kleine, die Taser? Ja, die Billigknarre. Die, ey. Oh. Ja, erstmal schön da hinten. Schild zerstört. Yeah! Es ist lustig. Ist total lustig. Ich würde mal wegfahren, sonst sind die Bullen gleich hinter dir. Einsteigen, aussteigen, ey. Ich nehme lieber den hier. Der ist ein bisschen schicker. Ja. Aber auch hier wieder. Wert, erstmal Wert gemindert durch Einschlagen der Scheibe. Ja, genau. Mann, Alter, wie James Bond hier. Was für Fahrmanöver. Geil, ey, geil. Need for Speed. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Wollen wir dann nochmal eine? Nee, ich muss leider los, aber okay. Du kannst ja in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen fahren üben. Genau, der Sergeant Rigi ist da mal raus, ne? Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, and out. Ciao.